Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ich muss mal eben meine Zeit nochmal neu starten, weil die hat es nicht getan. So, und wir sind jetzt gleich an dem spannenden Punkt, wo der... An dem spannenden Punkt angekommen, wo der Kollege da oben eintrudelt und das Getreide verkauft. Das wollen wir natürlich live erleben. So, der kann noch ein bisschen. Und da weiß ich nämlich nicht, ob der jetzt hier um die Ecken kommt und so weiter. Das muss ich dann doch mal eben einmal... Achso, wir müssen sowieso sagen... Geschwindigkeiten. Maximale Geschwindigkeit. So. Ne? Und maximale Geschwindigkeit bei dem hier ist 17 km/h. Ach, ist das toll. Für so wenig Geld, ja? Getreide transportieren, hallo. So, jetzt schauen wir mal, für wie viel Geld das reicht. Er macht schon mal die Plane auf. Sehr gut. Dass wir uns da vielleicht dann noch so einen Ursus-Trecker für... Ja, da, ja, man muss am Anfang sparen, ne? Wir hatten bei unserer anderen Map nicht das Problem. Da haben wir immer aus dem Vollen schöpfen können. Ja, guck, Leute. Hat doch geklappt. Super, oder? Toll. So, hier, genau, jetzt wollte ich nämlich... Oh, was haben wir hier? Oh, der hat sich richtig festgefahren. Oh. Da brauchen wir Hilfe. Da müssen wir einmal helfen. Der kommt da so nicht mehr raus. Ja, mit dem Bührer, da können wir jetzt auch mal... Ja, den brauchen wir eigentlich jetzt nur noch hier, die Spritze und so brauchen wir jetzt nur noch einmalig für die Felder, die wir jetzt noch ernten, die noch nicht gespritzt sind. Und dann haben wir hier noch den kleinen, damit wollten wir... Wir können ja auch mit diesem hier Grasernte machen, mit dem Bührer, oder? Das ist irgendwie stylischer, finde ich. So, da brauchen wir nämlich dann ein Mähwerk dran. Da brauchen wir noch ein zweites Mähwerk, dass es ein bisschen schneller geht. Die anderen Sachen haben wir schon. Und dann können wir mit dem kleinen Ladewagen da immer schön ab und zu mal was holen. So, jetzt, ist es der eine frei, ist es der andere fest, oder was? Dann hoffe ich, dass der den jetzt mitnimmt. Ja, sieht ganz gut aus. Also so rum ist nicht so gut hier auf dem Feld. Dann machen wir das jetzt mal anders. Dann muss man jetzt mal so rumfahren. Schauen, ob das besser ist. Da ist immerhin hinten die Straße und überhaupt... Schauen wir mal. Na, jetzt hat er wieder keine Felderkennung hier. Oh. Dann hoffe ich jetzt, dass er richtig rumfährt. So, wie voll haben wir den? Den müssen wir mal eben entleeren. Das machen wir natürlich direkt vorm Feldende. Weil er dann immer schön anhält. Und dann können wir den nämlich weiterfahren lassen. Dann müssen wir uns schnell was einfallen lassen, wie wir das Stroh noch ernten. Ja, da müssen wir vielleicht dann wirklich mal so einen kleinen Ladewagen doch mal kaufen. Also der kleinste reicht ja dann. Jetzt ist er genau falsch gefahren, ne? Genau, jetzt fährt er nämlich auf der einen Seite lang dahin. Ah. Ja, also mit diesen Feldern kriegen wir noch Spaß. So viel sehe ich schon mal voraus. So, der ist auf dem Rückweg hier. Und der steckt wieder fest. Jetzt testen wir das nochmal hier. Ja, nicht schön, aber selten, ne? Ich hoffe, er erkennt jetzt, dass er hier anders rumwenden muss.
Sonst müssen wir diese Felder mal eben immer selber machen. Das geht auch ruckzuck. So, schauen wir mal. Wenden. Ja, jetzt geht's. Juti. Okay, so. Den hier wollte ich jetzt umfunktionieren zum Heuerntetrecker. Ne, mit dem Bührer wollte ich das machen, genau. Der sich so schön hier festgefahren hat. Beziehungsweise den Bührer könnten wir auch nehmen zum Transport, weil der ist ja auch relativ fix, aber... Nee. Den nehmen wir mal hier schön zur Feldarbeit. Noch ist er sauber und blitzt und blinkt. So, dann schauen wir mal, was wir hier brauchen. Und was wir schon haben. Also, wir haben ein Seitenmähwerk, da haben wir noch ein Frontmähwerk. Nehmen wir das Hühnchen noch fast mit hier. So, da müssen wir mal eben gucken. Ups, nee, falsch. Nein, falsch. Da wollte ich gucken. Was wir da so alles haben. Da. Mähwerk. Seitmähwerk, Frontmähwerk. So, dann brauchen wir den noch, ne? Das müsste ja dann passen. Das wäre jetzt nicht so optimal. Normalerweise müssten wir den hier... Ja, normalerweise müssten wir den verkaufen und dann den einen coolen Klappding noch dahinter tun. So machen wir das auch. Verkaufen. Kaufen. So machen wir das. Dann das Gewicht noch weg. Das brauchen wir dann auch nicht. Der Bührer ist sowieso ziemlich schwer. So, und dann können wir nämlich jetzt hier... Also zumindest mit der Kombi schon mal so ein bisschen hinten die Felder mähen. Da geht es auch zügiger voran, als wie das, was wir bis jetzt alles hier veranstaltet haben. Ich glaube, ich muss langsam aufhören mit Aufnahmen, weil meine Stimme geht weg. Aber heute hat es richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. So, dann... Schauen wir mal. Verkehrt rum. Achso, da war ja wieder dieser Hack mit dem Garda, das kann man auch beides zusammen hintereinander machen. Da will ich noch einmal zeigen, dass es eben nicht der Fall ist. Es sei denn, mittlerweile geht das. Weil wenn das nämlich geht, dann können wir nämlich direkt noch einen Schwader dahinter bauen. Seht ihr? Geht nicht. Es gibt diese Kombi, die kann man, das ist eine Mod, dann geht das. Aber ja. So jedenfalls nicht. Ja, man ist schon wieder am Rückweg. Sehr gut. So, dann geht's auf zu unserem Grasfeld. Silage haben wir ja, Stroh haben wir, Gras haben wir noch nicht und hier haben wir wieder mal Karo 7. So, du, mein lieber Freund, ja? Alles muss man selber machen hier. Gut, bei diesen kleinen Feldern ist es, glaube ich, auch normal, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem ist es ärgerlich. Vielleicht sollen wir hier einfach so einen Spielplatz oder so draufbauen, da gar nicht mehr bewirtschaften. So. Jetzt zeig mal, was du kannst. Dann müsst ihr jetzt eigentlich nochmal wenden, erkennen, dass er nochmal rum muss und überhaupt und alles. Was macht er denn jetzt?
Ja, er wendet. Gut, dann habe ich nichts gesagt. So, ja, wir wollen zu unserem Gras, angefangenen Gras da hinten, wo wir mit dem Klassiker der Landwirtschaft Geräteschaften da so ein bisschen mal getestet haben. Und da ein bisschen mähen. Und ja, in einer Stunde ungefähr übrigens, zum Thema Zeitversetzung, in einer Stunde erscheint das 100. Video. Also das, die 100. Ausgabe vom Landwirtschaftssimulator für euch. Dann wisst ihr ungefähr, wann ich das hier aufgenommen habe. Ja, und ich bin total aufgeregt, wie ihr darauf reagieren werdet. Also da, wahrscheinlich werde ich dann nur wieder rumgeflamed und so. Kennen wir ja schon. Mal schauen. Jedenfalls, das hier geht etwas schneller als das, was wir bis jetzt gemacht haben. Und damit hätten wir wahrscheinlich, also bei 25 Tieren, sollte es eigentlich eine Zeit lang reichen, was wir hier jetzt mähen. Nur halt, wir haben keinen gescheiten Ladewagen. Da müssen wir uns mal überlegen, ob wir da in Ladewagen investieren oder ob wir da... Das alles mit dem kleinen Wagen immer so zwischendurch machen. Und wir haben ja gleich wieder die Zeiten, wo die Wartezeiten sind, also wo die Felder wachsen, die wachsen ja 5 Tage. Und solange wir noch nicht so viele Felder haben, da war ja auch die Überlegung meinerseits, was machen wir denn jetzt? Kaufen wir Felder oder machen wir irgendwie, ne? An den Punkt kommen wir nämlich gleich. So, der Hatz hat den Wartepunkt erreicht. Das interessiert mich jetzt aber eben mal nicht. Dann machen wir eben hier schnell zu Ende. Hier nebenan übrigens noch ein schönes Rapsfeld. Ich weiß gar nicht, gehört das uns? Ja. Können wir das gleich als nächstes dreschen. Da müssen wir natürlich noch mal hin und spritzen. Was ich mir für den nächsten Landwirtschaftssimulator-Teil, also 2014, wünschen würde, wäre, dass die Minimap hier unten in meinem PDA sich auch anpasst an das, was ich hier getan habe. Also wenn das jetzt zum Beispiel im Wachstumsstadion ist, dass die dann reflektiert werden da drin. Das wäre eine feine Sache. Aber gut, wünschen darf man sich das ja. Das passieren wird es wahrscheinlich nicht. So. Der Mähdrescher ist wieder voll. Das, ist auch ein großes Feld hier, guck mal. Das haben wir dann in der nächsten Folge vor uns. Der Weizen, der müsste ja fast fertig sein. Und dann können wir auch gleich den Hatz, unser Mini-Trecker, losschicken. Der kann mal Weizen zum Lager bringen. Und das alles in der nächsten... Ich nehme noch eine auf, komm. Ich hole mir gleich eben fix einen Kaffee und dann nehme ich noch eine auf. Weil es so schön war. Ich bin gerade einmal so im Fluss, ne? Sagt denn die Festplatte? Die Festplatte sagt, ich darf noch eine Folge machen. Ja, gut, dann machen wir noch eine. Dann haben wir die voll und dann können wir richtig schön rendern hier. Den ganzen Tag. Obwohl bei der Hitze, da wird es wieder so warm hier in der Bude. Ne? Das ist ein Rechner, der hat ja eine ganz schöne Abstrahlungskraft. Das sollte man ja gar nicht glauben. So. Das ist das. Das wollte ich nicht. Sondern, ja, ich wollte die Maschine jetzt erstmal wieder wegbringen. Und dann müssen wir den Hatz in Gang setzen mit neuem Material. Das machen wir noch eben in diesem Video. Ich würde sagen, da nehmen wir mal, was haben wir denn noch auf Lager? Weizen. Okay. Dann bringen wir Weizen weg. Und es kommt auch noch Weizen dazu. Wo ist er denn? Gerste, Raps. Und danach sollten wir wirklich mal gucken, ob wir da nicht einen anderen Trecker für bekommen. Aber es geht ja, ne? Und derzeit, wo ich mir den Kaffee mache, da kann er ja schon mal weiterfahren. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, ne? Vorher müssen wir noch eben die Mähdresche einmal leer machen. Aber den hier, den starten wir schon mal wieder. Und dann gehe ich mir eben Kaffee holen.
So, mal eben gucken, ob er jetzt voll wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter hier reinpassen. Guck mal, das hat doch fast perfekt gepasst. So, Abfahrer einstellen. Und jetzt fährt er wunderschön auf den letzten bekannten Wegpunkt. Ne, oder auf den nächsten bekannten Wegpunkt. Deswegen habe ich eben da den Bogen rumgefahren. Jetzt müssen wir mal sagen, weiter geht's hier. Das müssen wir alles immer einmal machen. Ich hätte die Strecke hätte ich ein bisschen anders machen können, aber... So. Und jetzt? Fährt er los. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt mal eben hier... Achso, den Weizen müssen wir abtanken, ja. Ich gehe mir einen Kaffee machen und lass den weiterfahren. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.